100% und du darfst komplett kommentieren. Wie gesagt, Dante, das ist es eigentlich kein Thema, Button Cutters, weil von diesen 339 Stunden werden insgesamt nur circa 70 bis 75 gespielt. Mehr brauchst du nicht. Der Rest ist Pause. Und das heißt natürlich auch für die Kommentatoren, dass sie zu diesen Zeiten Pausen machen können. Ja. Bin schon bei der Kutschensequenz verzweifelt. Oh, geht das schon los, ne? Ja, ist richtig. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Sagst doch was. Mit Steiger geht los, du. Also, okay, ja, dann herzlich willkommen zu Castlevania Rondo of Blood. Ja, wir spielen Richter Belmont. Sag bitte auch Richter, so wie es ist. Danke, danke. Ich wusste, irgendjemand wird getriggert, wenn ich Richter sage. Ja, okay, wir spielen Richter Belmont. Danke. Und das ist sehr nett. Ja, eine Figur, etwas bekannter aus Symphony of the Night. Auch mit einer der bekanntesten Belmonts, glaube ich, nach Simon. Könnte ja. man, glaube ich, sagen, ja, oder? Ja, definitiv. Und ist ein paar Jahre, ich glaube, vor Symphony of the Night angesiedelt. Und zwar, um genau zu sein, 5 Jahre vor Symphony of the Night im Jahr 1792 spielen wir gerade. Richter von Dor, Alter, ich hau dich, Troll. Alter. Es wird Richter ausgesprochen. So viel Zeit muss sein, ja. Also, wir sehen hier die Wii Virtual Console Version. Ursprünglich aber released worden 1993 für eine sehr interessante Plattform, nämlich die PC Engine. Was im Endeffekt Arcades sind. Oder sehr viele Arcade-Spiele kamen eben auf der PC Engine. Oh, er hat es leider nicht bekommen. No. Er muss jetzt hier noch einen, muss jetzt hier noch kurz warten. Ah. Er hätte hier an der Stelle ja, den Boss ein bisschen schneller legen können. Hat es leider nicht vom Timing her nicht ganz gepackt. Schade. Aber das sind auf der anderen Seite halt schon mal so 10 Sekunden, die gerade ins Haus gegangen sind dadurch. Okay, ich korrigiere mich, 15 Sekunden. Warum springt der immer rückwärts? Tatsächlich ist das die schnellste Variante, um sich fortzubewegen in dem Spiel. Einfach weil Richter diesen Rückwärtssalto macht. Genau, dieser Rückwärtssalto ist eben die ist eben schneller, wie wenn er vorwärts springen würde. Und durch den Rückwärtssalto kriegt er ein bisschen zusätzlichen Speed. Und das ist tatsächlich die schnellste Art, sich vorzubewegen. Also gewöhnt euch an den Anblick. Wir werden das die nächsten 20 Minuten durchaus noch sehen. So, eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Muss auch erstmal wissen, dass man runterspringen kann. Also generell muss man sagen, ich mag die Musik in Rondo of Blood. Castlevania Rondo of Blood, PC Engine, wie gesagt, PC Engine hatte damals schon einen sehr geilen Soundchip als Plattform. Und da haben sie sich auch sehr gut ausleben können mit den Sounds und den Musiken, die sie reingebaut haben. Ich finde die Musik von dem Game heute immer noch geil. Und wenn man einfach bedenkt, dass es eigentlich ein Game ist von 1993, fast so alt wie ich. Da merkt man halt schon, dass es damals schon relativ gute Techniken gab. Ja.
Ja, wir können jetzt nicht allzu viel ja, sagen, weil hier diese Bootsfahrt halt wirklich relativ lang dauert und doch, damit wir töten Fischmans. Ja, gut. Das hätten wir vielleicht noch sagen können, aber naja. Im Endeffekt war es halt einfach ein Autoscroller. So, wir sind jetzt in der dritten Stage. Und hier haben wir gleich mal. Alter, haben wir nie ohne Haut, was? Was? Also, wow. Da habe ich am Anfang echt nicht kommen sehen. Nein, nein, ich sag nichts mehr. Nein. Charlene Mönche. Rain lässt grüßen. So. So, das ist jetzt ein bisschen ein RNG-lastiger Bossfight, der kann gemein werden, scheint es aber gerade noch einigermaßen. Den Damage, den man auch kassiert, der ist halt übel, ne, bei Rondo. Ja, Rondo ist halt definitiv kein einfaches Spiel. Hallo, Moonshine. So, er wollte jetzt absichtlich noch ein bisschen Schaden mitnehmen. Einfach weil, ihr habt gerade gesehen, nach diesem Stage Clear sieht man, dass eben sein Life noch runtergezählt und das geht schneller, wenn er wenig Leben hat. Deswegen nimmt er am Ende noch den Schaden mit. Weil der Boss tatsächlich, nachdem er besiegt ist, nochmal Schaden machen kann. Nicht tatsächlich sozusagen double killen kann. Aber in dem Fall wusste Agent Wyvern jetzt, dass der Boss nicht so viel Schaden macht, um ihn zu töten. Ich will nicht wissen, wie viele Leute daran schon verreckt sind, weil der Boss halt immer noch Damage macht. Ja, das... War das nicht sogar... Ich glaube, es gibt irgendein Castlevania-like Game, wo das jeder Boss macht. Ich meine, es wäre irgendein Bloodstained gewesen, aber... Bloodstained 1 war das, glaube ich. Wo es wirklich jeder Boss macht. Ja. Das hätte ich am Ende noch killt. Ja, also hat mich dann mein Gefühl doch nicht getäuscht. Ich meine, es wäre ein Bloodstained gewesen, aber ich war mir nicht mehr sicher. Ja, ja, wo jeder Boss so ein Last Finisher hat. Ja. Wo er nochmal böse Schaden zufügt, ja. Relativ fieses Konzept. Aber ja. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Ja, diesmal werden die Fleeman über die Adler gebracht, nicht über Harpien. Ja, warum auch nicht? Mal ein bisschen Abwechslung. Ja, haben wir ja schon ein paar Mal gesehen heute. Ja. Good RNG is happening, bad RNG proceeds to happen. But okay, we're on to Dullahan. Dullahan at least will behave. So. Dann schauen wir mal weiter. Das ist Stage 4, genau. Stage 4 Boss. Headless Knight oder was? Ja, der kopflose Ritter. Wow. Ohohoho, die Lache ist gut. Die Lache wird noch, also es gibt noch eine bessere Lache, keine Sorge. Ich habe nicht umsonst als, ich habe mir immer so ein paar Notizen gemacht für jede einzelne Stage und bei Stage 8 habe ich mir einfach hingeschrieben, hahaha. Wow. Ich weiß nicht, ob man es gute genommen, würde. Weiß ich nicht. Hat er eine andere gute genommen, Tiger? kann ich nicht sagen. Das ist die gleiche Route wie in seiner persönlichen Bestzeit. So, Stage 5. Ich
But it's fine, but we approach the sword. This is where the RNG goes from mildly concerning to somewhat terrifying, because Richter's sub-weapons can't hit the sword. So we sort of have to wait for it to come down. Ja, das ist das Schwert, das ist ein Zwischenboss. Und alle diese Waffen können von den Sub-Weapons von Richter. Von den Sub-Weapons können alle Waffen erwischt werden, außer dem Schwert, was der eigentliche Boss ist, der eigentliche Zwischenboss. Und man muss warten, dass das Schwert runterkommt und das kann ein bisschen länger dauern. Der Kampf gegen den Tod fand ich übel. Ach, jetzt spoilerst du schon wieder. Es wäre doch die Überraschung. Ist doch der Gärtner. Es wäre doch die Überraschung schlechthin gewesen, wenn man hier plötzlich einen Todfight hätte in diesem Castlevania-Spiel. Immer diese Spoiler in Speedruns. Ach, schlimm, schlimm. Frames? Oh, yeah. Ja, ja, also Castlevania Games sind, glaube ich, ein bisschen bekannt dafür, immer wieder Muscle Odons zu haben. So, und ja, zu dem Boss hier, den wir jetzt, zu dem wir jetzt kommen, würde ich nur eine Sache sagen. Hey, Alter, alles klar? Doch tot. Nee. Hm? Doch der Tod. Ja, der hat seine Sensor verkauft. Alter, warum? Wie soll er jetzt die Ecken schneiden? Ja, mit den kleinen Sichern geht's anscheinend noch. Ach so. Und den hat er ja offensichtlich genug, wenn er die nach uns wirft. Not bad. If we get hit by one of those, then we have to do another round of them. So we're going to go for the quick phase too, because we've got plenty of health. So, zweite Phase. Und da hast du auch die Sense. Hat er sein Buschmesser. Sometimes they can hide behind the ones that are currently being fired at you, so a second one suddenly comes out of nowhere and surprises you at the last minute. Und das ist zumindest mal ein stylischer Abgang für den Tod, ne? Von seiner eigenen Sense geköpft. Von seiner eigenen Sense geköpft. Not bad. Anime break time. Absolutely. We have $5 from Infinity X2K who says I came for Simon Belmont, but it appears I'm watching Simone Biles with all these backflips. Keep up the great work, runners and staff. You are both greatly appreciated. Wir haben gehört, der Amazon-Drohne reingeflogen war aus Chicago. Ja, wahrscheinlich sogar. So, das ist jetzt eine Sache, die ist in Rondo of Blood auch mit drinnen. Das ist jetzt eine kleine Cutscene mit, wie heißt sie? Ja. War noch nicht auf dem richtigen, war nicht auf dem richtigen Tab. Da sind wir. Mit Annette. Danke. Mit Annette, das ist Richters Freundin. Danke. Kriegt die noch zur Verzweiflung, keine Sorge. Ja, wisst ihr was, lieber Chat, lieber Exo, ich bin an der Stelle angelangt, ich kann es nicht mal richtig machen. Nein. Ja, diese Cutscene kann man nicht überspringen. Sie dauert 2 Minuten irgendwie sowas. Was bei dem 20-Minuten-Run schon ein bisschen bitter ist. Das ist richtig bitter. Not too much RNG here. There's a little bit on the first boss and also on the shaft fight, but well, hopefully, as long as I don't horribly mess up, it should go all right. Should being the key word there. Hast du die Lache gehört, Exo? Wow. Super, ne? Super geil. Ich glaube, die hat man eventuell sogar im Restream gehört.
Und ihr wisst, altes Spiel, eventuell werden Soundfiles wiederverwendet. Hallo, vielleicht. Did an excellent job. This is just an amazing soundtrack. Literally, there's not a single tune in this. Peitschen Upgrade gibt Upgrades gibt's hier nicht, ne? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Zumindest hat er keins eingesammelt so irgendwo. Du leckst gerade ein bisschen bei mir. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei mir liegt oder. Oh, nee. Du hast gerade ein Package-Loss von 60% EXO. Ja, gut. Dann, Hallo. Aber das andere war da. Ja, das ist tatsächlich EXO. Was? Also, wir haben... das ist jetzt interessant. Wir haben jetzt Captain EXO 1, wir haben TeamSpeak User 11 und TeamSpeak User 11, 111 drin. TS. Interesting. Aha. Jetzt, sehr komisch. Nur so zur Info, ihr hört uns da draußen, ne? Also... Yes, okay, dann passt die Sache wieder. Dann hatte sich der TS gerade gedacht, ich habe mal ein bisschen Schluck auf. So, wir sind nämlich im Fight gegen Shaft. Das ist der dunkle Priester, der Draco nochmal wiederbelebt hat. This boss has nearly half the amount of health. No idea why. It's one of the few changes they made in that port, but unfortunately. Okay. Im Hauptstream haben sie gerade gesagt, wenn man gegen Shaft auf der PlayStation 4 war, also das Spiel wurde auch auf der PlayStation 4 als Classic rausgebracht und auf der PlayStation 4 Version hat aus irgendeinem Grund dieser Boss nur die Hälfte der HP. Interesting. Oh, es ist wieder TeamSpeak. Package Loss von. Das ist komisch. Komisch, aber mich hört man ganz normal, ne? Denn bei mir ist alles fein mit dem Internet. Aber ist der Package Loss besteht bei dir bei ausgehenden Packages. Also in deinem Upload. Ja, jetzt klingt es gerade wieder. Aber keine Ahnung. Ah, das ist ein wenig komisch. Anyways, wir sind im Clock Tower mal wieder. Ja. Ja, mal schauen, ob es jetzt besser läuft. In der Zwischenzeit haben wir uns natürlich mal wieder in den Clock Tower vorgewagt. Ne? Auch das gibt's noch in Castlevania Spielen, dass man hin und wieder mal eine Clock Tower sieht. Jetzt soll es wieder normal sein. Hoffen wir es. Wie gesagt, an mir lag es definitiv, also selber nicht, das kann nur ein TeamSpeak gelegen haben. So. Einmal hier über die Pendel. So Sprungsequenzen liebt man ja, ne? Nicht. Ja. So. Und der Bossfight, der jetzt hier kommt, den kann man im Speedrun ein bisschen cheesen.
Nämlich hat der Boss ein bisschen ein gewisses Pattern. Und zwar, wenn er eine Attacke macht und dabei über dich drüber springt und du ihn dann erwischt, wird er den gleichen Weg zurückspringen und du kannst ihn sozusagen jonglieren, den Boss. Jawohl. Wenn Agent Vivian das hinkriegt, dann wird das so gut ausschauen. Schauen wir mal, ob es klappt. Oh, den ersten hat er hinbekommen, den ersten Juggle. Ja, und jetzt hat er es leider nicht mehr. Ah, schade. Richtig schade. Ja, er kriegt es gerade immer zweimal hin, dass er hin und her. Warum springt der Kerl immer rückwärts? Gibt es dafür einen Grund? Es ist halt, ja, wie es Mormanius geschrieben hat, es ist die schnellste Variante, sich fortzubewegen. Normal nach vorne springen wäre genauso schnell wie normal laufen, aber beim Rückwärtsspringen macht er noch so einen kleinen Backflip mit und das bringt ihn ein bisschen weiter. Und deswegen ist Rückwärtsspringen ein bisschen schneller als Vorwärtsspringen oder Vorwärtslaufen. Beide. So, und da sind wir bei dem netten grauhaarigen Menschen dort. Ja gut, Mensch ist vielleicht ein bisschen eine Beleidigung für Dracula. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist das 1:1 derselbe Bossfight, den man auch in Symphony of the Night im Prolog spielt. Könnte sein. Aber man hat auf jeden Fall ein Ha-ha-ha-ha-ha. Aber stimmt, ja, da könnte... Ja, es ist der. Könnte SOTN sein. Ich meine, okay, ja, ich habe vorhin mir doch nochmal einen SOTN-Run angeschaut und... Und das ist eine 21:57, auch knapp eine Minute, also ein bisschen mehr als eine Minute in dem Fall, über seine persönliche Bestzeit. Auch ein sehr solider Run. Ich muss aber sagen, in Symphony of the Night ist das Ende von dem Fight einfach schöner. Wo teilweise die Speedrunner angefangen haben, den Split einfach als Aha zu benennen. Und auch genau dort zu splitten dann. Sieht immer so einfach aus. Ja, das sind halt Speedruns. Da sind die Fights, wo man gutes Timing benötigt, sehen da so einfach aus, weil die Speedrunner das halt haben, dieses Timing. Aber ja, das war's von Rondo of Blood. Und einen habe ich noch, ne? Also ein Castlevania-Teil für heute. Richtig.